Jo Leute, was geht ab und ein wundervolles und herzliches Willkommen zu einer neuen Runde von Minecraft Build a City. Ja, wie Leute, wir werden heute ein bisschen weiter bauen. Am Samstag ging es ja schon mal los. Und diesen Samstag geht es wieder los. Um 14.30 Uhr könnt ihr live dabei sein, wenn ihr die Xbox One Edition von Minecraft habt. Könnt ihr gerne mitmachen, würde mich wirklich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und dann, das ist alles hier entstanden. Unter anderem leider auch die Explosion, aber dazu kommen wir später. Lasst ein kostenloses Abo da, würde mich wirklich freuen. Und ich habe auch ein bisschen weiter gebaut, das Gebäude ein bisschen instand gesetzt, von unten auf, von der Picke wieder auf. Aber somit werde ich euch gleich überall in jedem Stock einen neuen Boden einlegen. Und das hier hat unser Helfer gebaut, ein Amerikaner. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr uns da auch supporten würdet. Däumchen hoch, Abo, irgendwas. Und das habe ich fabriziert die letzten zwei Tage, also die letzten zwei Aufnehmtage. Einmal in der Gruppensuche habe ich angefangen, am Samstag vor einer Woche. Dann diesen Samstag habe ich dann weitergebaut und am Dienstag, also gestern, habe ich es dann endlich fertig gebaut. Und hier sind wir nun an einer Straße, würde ich sagen. Und ich bin dann immer noch CJ natürlich, Carl Johnson von GTA 5. Wer kennt ihn nicht? Und das hier ist... Jo, nur ein paar Lichter hat den vergessen, die habe ich hier noch ein bisschen nachträglich positioniert, weil die haben mir echt nicht gefallen und ich dachte mir so, es sind komplett düsteres und finsteres Haus, es ist Holz und es drückt und wenn es dann in der Nacht noch nicht mehr leuchtet, dann schaut es ziemlich langweilig aus, Leute. Und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr unseren Projekt supporten würdet und auch unseren Kanal supporten würdet. Und schaut ziemlich cool aus, er ist auch sehr, sehr kreativ, muss man sagen, er hat viele Sachen eingebaut, auch die Schirme mit drei Betten zum Beispiel, also wirklich. Und das habe ich die letzten paar Tage, geschafft. Hier ein italienisches Restaurant mit viel Glas, aber auch Holz und auch Backstein, weil der Backstein auch ein bisschen das, Hauptthema auf meines Kanals ist. Hier ein kleines Kaffeehaus, so eine Art Subway. Vielleicht auch, irgendwas anderes. So schaut es dann oben rum aus. Das habe ich alles gebaut in den letzten paar Tagen. Und das war wirklich nicht gerade wenig Arbeit. Und wie das Ganze entstanden ist, also es war sehr, sehr viel Arbeit. Aber ihr seht so ein bisschen im Zeitraum. Ein bisschen werde ich dazu reden. Ein bisschen gönne ich euch das mit Musik. Und ja, das schaut echt. Und hier das Ganze habe ich dann heute angefangen zu bauen. Aber jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier am Samstag entstanden ist. Und viel, viel Spaß dabei mit dem Zeitraffer, bis dann, wenn ich wieder rede. Ja, und jetzt mit der extra schnellen, Zeitraffer. Gönnt euch hier mal, wie schnell das mit dem Boden geht. Ja, in Wirklichkeit ist es wirklich nicht so viel
ist das wirklich nicht so wenig Arbeit. Und ich dachte mir auch, das Glas, ich möchte das ganze Glas, das ganze Stern und auch das Holz, so ein bisschen auch im Flur, eben auch mit den ganzen Eingängen. Ich finde das ziemlich cool, aber ich glaube mal, als Wohnung wären diese Gebäude ziemlich unnötig oder unbrauchbar, würde ich sagen, weil es sind riesige Räume mit sehr, sehr hell Bürokomplex vielleicht, aber auch so, ja, vielleicht so ein Tanz, so eine Art Tanzstudio oder irgendwas, wo man halt viel Platz dazu braucht, Kulissen für Schauspiel oder so. Ich denke mir, da lässt sich was finden. Aber ich würde mal sagen, wenn ihr da wirklich weitermachen wollt oder wenn ihr da wirklich zuschauen wollt, wie das Ganze entsteht, schaut euch das gerne an. Und hier, ich habe meinen Kollegen hier gesagt, der mir auch immer geholfen hat. Er hat ja zuerst die Böden gemacht, dann dieses ganze fucking Riesenhaus hier. Und ja, dann habe ich ihm gesagt, er kann noch ein größeres Haus machen. Ja, vielleicht auch ein Skyscraper, also so eine Wolkenkratzer. Und er hat gesagt, ja, passt schon. Und dann hat das ganze wunderschöne Teil hier angefangen. Und ja, mein Wasser hier, eins tief, ihr kennt's. Wenn nicht, kennt es nicht, dann schaut auch gerne mal oben vorbei. Da ist auf jeden Fall das letzte Video verlinkt und auch die Playlist zu der Minecraft Builder City. Schaut auch gerne auf Twitter vorbei. Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Oder auch einfach unter IT-Gaming vorbeischauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Wir twittern da auch öfters was. Und ja, es ist sehr, 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 sehr viel Arbeit, die ganze Stadt zu bauen, und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, wenn ihr uns da mal helfen würdet. Gruppensuche, wie gesagt, jeden Samstag um 14 Uhr. Vielleicht auch mache ich Dienstag 15 Uhr, eine Stunde oder so. Aber vielleicht machen wir da mal ein bisschen länger, wirklich so 3-4 Stunden, weil da ging mal was weiter, weil immer so diese 1-2 Stunden sind echt kurz und man kann da wirklich nicht so viel erreichen und nicht so viel schaffen, wie man. Und ja, das Treppenhaus war auch so eine Sache für sich, weil ich wollte immer so die Eingänge so halb immer gleich haben. Und ja, wenn man auf einer Seite einen Aufgang macht, kann man auf der anderen Seite dann leider auch keinen, kann man, versteht ihr, so nebeneinander, dann das geht nicht und das funktioniert auch nicht, weil man kann ja da nicht vorbeigehen. Das ist das Problem, was ich auch hier hatte, aber Gott sei Dank so ein bisschen gelöst habe mit ein paar, ja, so mehr oder weniger guten Lösungen. Schaut das Ganze so schon so ziemlich interessant aus. Und ja, hier geht es mal ein bisschen schneller voran. Ich habe immer diese Glassteine genommen, weil die leuchten extrem gut und ich finde sie mega mäßig schön. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so für Ideen hättet. Was fehlt unserer Stadt noch? Also bis auf Infrastruktur, Flug, sowas wie Flughafen, Bahnhof, U-Bahn-Station, Krankenhaus, Supermarkt. Aber ich glaube, das werden wir uns das nächste Mal ein bisschen dran wagen, einen Supermarkt zu bauen, weil Wolkenkratzer haben ja viele Städte, aber ein Supermarkt, ein Krankenhaus, eine Feuerwehr vielleicht sogar, das ist ziemlich die mit wichtigsten Punkte einer Stadt, natürlich auch eine Bank, um die ganze Wirtschaft anzukurbeln, eine Börse vielleicht dann irgendwann. Aber wir werden dann auf jeden Fall mal das nächste Mal entweder ein Krankenhaus machen oder dann ein Flughafen, aber der wäre wirklich so mindestens 3-4 Videos Arbeit. Eine Rennstrecke, ja, ich meine, braucht keine Stadt so richtig, aber wäre auch ziemlich nice. Und vielleicht auch so ein bisschen, so Shopping-Sachen, also wirklich so eine kleine City, keine Ahnung, Baumarkt, Supermarkt, Discounter, irgend sowas. Also, ich werde mir da was einfallen lassen. Stimmt aber auch mal gerne oben ab, würde mich auch wirklich interessieren, stimmt gerne oben rechts ab. Ob ihr lieber einen Supermarkt hättet, eine Infrastruktur, sprich Flughafen oder dann eher U-Bahn oder Bahnstation, oder ob wir weiterhin Gebäude machen sollen, die unsere Stadt, unser Stadtbild schöner machen und ja eher so Wolkenkratzer. Ich würde mich da wirklich mal freuen, wenn ihr gerne abstimmen würdet. Was ich genau machen werde, ist eure Entscheidung. Wenn ihr nicht abstimmt, dann wird es wahrscheinlich ein Krankenhaus werden, weil das ist wirklich mit an die wichtigste Sache, die wir hier brauchen. Und natürlich auch Wohnhäuser. Natürlich auch Wohnhäuser, aber wir haben ja in dem Sinn schon ein Wohnhaus, also 3 Stöcke zum Beispiel, also zumindest, da kann man ja bauen. Und hier so ein bisschen sein Haus, schaut auch schon ziemlich nass, das hat ein bisschen größer gemacht, ein bisschen lebhafter. Und hier nochmal unser, ich finde es ziemlich cool, was ich hier gebaut habe, dieses Café, links die Kaffeemaschinen und hinten kann man dann wirklich von jedem Haus separat drauf gehen, und das ist so ein bisschen ein Flur, ein, ja,
Stairs. Ja, und so ging es dann auch schon zu Ende, die Gruppensuche. Und ich habe da wirklich noch megamäßig viel geschafft. Auch er hat da richtig viel geschafft. Und ich bin ja auch dankbar, dass er wenigstens gekommen ist, weil sich so viele immer anmelden und dann aber leider so wenig wirklich kommen, Leute. Falls ihr wirklich, habe ich dann beendet, weil dann war es vorbei. Und wir haben dann zum Schluss das Endbild. Und ja, falls euch wirklich interessiert, schreibt mir auch gerne hin, ob ihr nur so interessiert seid oder safe mitmachen wollt, weil es ist wirklich schwer zu sagen, weil dann wirklich 10, 12 Leute, so wie es meistens ist, interessiert sind und dann die Hälfte einfach offen ist zum Beispiel. Dann ist es echt blöd. Und wenn man dann einlädt und dann so, stell mich nicht, lass mich in Ruhe. Und dann, ich meine, warum seid ihr denn interessiert, wenn ihr dann, ich meine, ich einmal einlade und ihr sagt so, stell mich nicht. Also, sorry, aber das ist blöd. Und das war dann das Endresultat des Samstagnachmittags. Ja, hat sogar kleine Cars hier gebaut, finde ich ziemlich nass. Und jetzt springen wir, schaut gerne auf Instagram vorbei, springen wir zu der jetzt. Boom, back in the, Gegenwart. Zurück in der Gegenwart und hier sind wir nun. Das soll so eine Art, ich will es heute nicht, heute wird es, Spoiler-Alarm, nicht eingerichtet und auch in die Wand nicht zusammengebaut, weil das wirklich war so viel Arbeit. Das Ganze in ein Video zu pressen, das halbwegs noch ansehnlich ist und halbwegs noch von der Länge nicht in die Unendlichkeit geht. Ich probiere es immer mit schon so vielen Cinematics sein, mit nicht viel reden und Zeitraffer und so weiter, aber wenn man das wirklich dann, wenn ich das Ganze noch einrichte, dann möchte ich dann so viel zeigen, kann es aber nicht, weil das Ganze so überzogen ist und ja, das ist natürlich ein Problem. Und hier viele Glasfronten, das hier soll nämlich ein, ja, vielleicht Kaffeehaus-Restaurant werden, also das stelle ich mir ziemlich nass vor, wenn man da wirklich so Kaffee trinken kann oder ja, vielleicht sogar innen mit einem kleinen Podest, deswegen kommt auch noch kein Boden rein, weil ich nicht genau wusste, wie ich den ersten Stock haben will, wollte, ja, das ist natürlich blöd, aber schaut euch das Endresultat an, es wird wunderschön wirklich, also ich finde es jetzt schon wieder so zauberhaft und ich liebe es, wenn Häuser so gut und schön durchdacht sind und schaut euch hinten links. Deswegen habe ich den kleinen Zeitraffer gemacht. Die Lampen drehen sich einfach selbst auf. Und das liebe ich, wenn sich auch in so einer Stadt, wo sich eigentlich nichts bewegt, Sachen automatisch bewegen. Und das ist echt ein Träumchen, Leute. Und genießt euch, genießt den Zeitraffer. Wir sehen uns dann, wenn ich wieder hier mit diesem ganzen Aufbau fertig bin. So Leute, wir sind am Dach angekommen mit diesem, muss ich echt sagen, richtig geilen Gebäude. Ich habe es mir zuerst gedacht, ich habe es natürlich aus Google ein bisschen selbst dazu entwickelt, aber auch sehr, sehr viel von Google ab inspirieren lassen, okay? Lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr das Haus so findet und ich finde es schon ziemlich schön. Also wenn man sich das so ansieht, es ist echt ansehnlich. Also ich will nicht sagen, es ist das Schönste, doch es ist. Das mit Abstand meiste, mit der meisten Arbeit verbundene Gebäude und auch ja, von der Außenfassade hier altbacken, aber wunderschön. Also backen passt natürlich mit diesem Backstein. Und ich dachte mir auch, außen soll es so ein bisschen den alten Look hier machen und deswegen habe ich auch viel Grünzeug genommen und ja, hier ein fetter Eingang für das Kaffeehaus und vorne natürlich, dass man nicht so reingaufen kann. Mache ich so ein bisschen Grünzeug hier auch ein bisschen. Und das Ganze wirkt echt wunderschön, Leute. Und mich würde wirklich eure Meinung interessieren, gefällt euch das Gebäude in der Stadt? Ich muss sagen, jetzt der schönste Gebäude hier.
Und Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war ein kleines, kürzeres Video, wo es eigentlich sehr, sehr viel Arbeit war. Wirklich mindestens 4 Stunden dahin gearbeitet. Also, ja, aber trotzdem würde es mich freuen, wenn ihr gerne ein kostenloses Abo und ein Däumchen in den Kommentar lassen würdet. Ja, teilt auch gerne das Video, falls euch dieses Gebäude gefällt. Und für heute soll es mal gewesen sein. Ein italienisches Restaurant, ein kleines Caféhaus und ja, aktiviert natürlich auch gerne die Glocke, dass du nichts mehr verpasst. Und ich finde das Haus so zauberhaft für mich, es ist so schön und passt perfekt hierher. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne kostenlos Abo da lassen. Und wenn ihr neu seid, willkommen, lasst doch gerne kostenlos Abo da, falls euch Minecraft gefällt. Falls euch viele, viele Sachen von uns gefallen, aber hier haben wir das Gebäude und auch diese riesen Glasfront. Ich glaube, das wären schöne Bürokomplexhäuser. Da werden wir auch hinten gute Stiegen einbauen, Riesenstiegen. Und das schaut ziemlich wunderschön aus. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, später kommt. Bin mir nicht sicher, ob ich es heute noch schaffe mit Champions League. Aber es sollte auf jeden Fall noch Champions League kommen. Für heute war es mal. Und ja, falls ihr Bock habt, wie gesagt, Samstag 14.30 Uhr ist Gruppensucher für alle, die Xbox One besitzen. Und bis zum nächsten Mal und ciao.